Wir müssen eigentlich diese Ausstellungen, diese Angebote zur Veröffentlichung, die wir bekommen, dafür nutzen, einen Diskurs darüber, wie es eigentlich werden soll, zu führen. Also nicht nur Werbung fürs Projekt zu machen, was auch wichtig ist, weil es ja auch ein Crowdfunding-Projekt ist, sondern auch die Idee, unter Einbeziehung von Dritten, von anderen Öffentlichkeiten, zum Beispiel in Paris oder in Chicago bei der Biennale vor 2 Jahren, neue Ideen darüber zu erzeugen, was dieses Haus eigentlich auch architektonisch sein will, sein kann.